Thema unseres Screencasts ist der Versuch Nummer 5, Neutralisationsenthalpie. Zur Gliederung. Wir beginnen mit der Formulierung einer Zielsetzung, der Erläuterung der Theorie, der Erläuterung des Versuchsaufbaus, Durchführung und der Auswertung des Versuchs. Zur Zielsetzung. Ziel des Versuchs ist es, die Neutralisationsenthalpie von HCl, NaOH und Na3 zu ermitteln. Die Theorie. Die molare Neutralisationsenthalpie ist die molare Reaktionsenthalpie der Reaktion von einem Mol Säure und einem Mol Base. Diese Reaktion ist exotherm. Bei nur schwach verdünnten Lösungen muss man beachten, dass aus der Verdünnung ebenfalls ein Enthalpieeffekt resultiert. Deshalb muss man die Verdünnungsenthalpie von der berechneten Gesamtenthalpie abziehen, um die gesuchte Neutralisationsenthalpie zu erhalten. Die Verdünnungsenthalpie wird in einer geeigneten und eigenen Messreihe bestimmt. Wenn die Gesamtmasse des Reaktionsgemisches gegeben ist, ist die freigesetzte bzw. aufgenommene Wärme proportional zur Temperaturänderung. Außerdem entspricht die aufgenommene Wärmemenge bei konstantem Druck der Enthalpie. Somit kann man die Enthalpie mit der Formel Delta H ist negative Kalorimeterkonstante mal Delta T berechnen. Hierzu misst man die Temperaturänderung bei den Reaktionen. Diese wird in einem Temperaturzeitdiagramm aufgetragen. Vorher muss jedoch die Kalorimeterkonstante C ermittelt werden. Dies geschieht in einer separaten Messreihe. Zum Versuchsaufbau. Man benötigt ein Dewar-Gefäß mit Rührer, ein Heizdraht zur Bestimmung der Kalorimeterkonstanten, eine Einlaufpipette, eine Temperaturmesseinheit, ein Netzgerät mit 10 Volt Netzspannung, ein Ampermeter und ein Voltmeter. Zur Durchführung des Versuchs. Zuerst wird die Kalorimeterkonstante bestimmt. Dann die Neutralisationsenthalpie von Natronlauge, die Neutralisationsenthalpie der Ammoniaklösung, die Verdünnungsenthalpie der Salzsäure und die Ermittlung der exakten Konzentration der Salzsäure. Zur Bestimmung der Kalorimeterkonstanten werden 850 Gramm Wasser mit einer Heizwendel erwärmt und konstant gerührt. Das Netzgerät und alle Messapparaturen werden angeschlossen und nach 5 Minuten wird die Vorperiode, bei der alle 30 Sekunden die Temperatur aufgenommen wird, zur Angleichung der Wasser- und der Thermometertemperatur aufgenommen und das Netzteil angeschaltet. Temperatur, Stromstärke und Spannung werden in einem Abstand von 30 Sekunden 10 Minuten lang notiert. Nach einer weiteren 5-minütigen Nachperiode wird die Messung beendet. Zur Neutralisationsenthalpie von Natronlauge werden 680 Gramm Wasser und 110 Gramm 5 molare Natronlauge in die Waagefäß gemischt. In der Einlaufpipette werden 60 Gramm HCl eingewogen und so befestigt, dass die Spitze der Pipette sich über dem Wasserspiegel befindet. Die Pipette wird sowohl vor dem Versuch voll als auch nach dem Versuch leer gegengewogen und die Masse der verwendeten HCl bestimmt. Der Temperaturausgleich wird abgewartet und beginnt danach mit der Temperaturregistrierung der Vorperiode. Nach 5 Minuten wird die Salzsäure eingeblasen. Nach weiteren 5 Minuten der Nachperiode wird die Messung beendet. Die Pipette wird genommen, das Gefäß leergepumpt und gereinigt. Zur Bestimmung der Neutralisationsenthalpie der Ammoniaklösung werden 680 Gramm Wasser und 100 Gramm 5 molare Na3-Lösung gemischt und wie oben beschrieben mit 8 molare Salzsäure versetzt. Weiter Verfahren wird wie oben genannt. Zur Bestimmung der Verdünnungsenthalpie der Salzsäure werden 790 ml in das Dewar-Gefäß gefüllt und gerührt. Dazu werden 60 Gramm HCl durch die Einlaufpipette dazugegeben. Dann wird wie vorher genannt verfahren. Zur Ermittlung der exakten Konzentration der Salzsäure werden 1,5 Gramm Salzsäure aus der Vorratsflasche auf 3 Stellen nach dem Komma eingewogen und auf 100 ml verdünnt. Es wird eine Vierfachbestimmung durchgeführt mit jeweils 20 ml der hergestellten Salzsäurelösung. Dazu wird mit einer 0,1 molaren KOH-Maßlösung gegen Phenolphthalein titriert. Die Auswertung. Zuerst wird die Kalorimeterkonstante berechnet. Die Messung zur Ermittlung der Kalorimeterkonstante wird in Vor-, Aufwärts- und Nachperiode aufgeteilt. Die Masse des eingefüllten Wassers wird bestimmt und notiert und die gemessenen Werte für Spannung und Stromstärke werden gemittelt. Diese werden nachher benutzt, um die Konstante nach der Formel der Kalorimeterkonstante ist gleich Stromstärke mal Spannung mal Zeit durch Delta T berechnet. Zur Berechnung von Delta T wird aus einer Auftragung der Temperatur gegen die Zeit der Wert Delta T ermittelt. Diese wird über eine RGP-Auswertung ermittelt, die anhand eines Diagramms veranschaulicht wird. Hier sehen wir die Auftragung.
Zuerst beginnen wir mit der Vorperiode, die Auftragung während des Aufheizens und der Nachperiode. Die mit der RGP-Funktion ermittelte Geradengleichung wird benutzt, um Groß D für den x-Wert 10 Minuten jeweils für die extrapolierten Klein-T-Groß-T-Funktionen der Vor- und Nachperiode zu bestimmen. Die Werte der Temperatur erhält man, indem man die Zeit gleich 10 Minuten in die aus der RGP-Wertung folgende Gleichung einsetzt. Wir erhalten für den Wert der Temperatur für den Zeitpunkt 10 Minuten 20,6659. Für Delta T nehmen wir die Differenz der Temperatur der Nachperiode minus der Temperatur der Vorperiode und erhalten 5 Kelvin. Nun wird aus der genannten Formel C berechnet und wir erhalten einen Wert von 4 kJ pro Kelvin. Zur Berechnung der Verdünnungsenthalpie. Die Messung für die Ermittlung der Verdünnungsenthalpie wird in Vor- und Nachperiode aufgeteilt. Die Masse des eingefüllten Wassers und die zugegebenen HCl werden notiert. Aus dieser Masse wird anschließend die Stoffmenge der HCl bestimmt, die zur Berechnung der Verdünnungsenthalpie benötigt wird. Die Verdünnungsenthalpie ist negative Kalorimeterkonstante mal Delta T durch die Stoffmenge der HCl. Zur Bestimmung der genauen Konzentration bzw. der Stoffmenge nutzen wir die Stoffmenge der HCl, das ist das Volumen der KOH, mal die Konzentration der KOH mal 5 durch M1 von HCl mal M2 von HCl. Für das Volumen der KOH wird der Mittelwert der für die Titration verbrauchten Menge an KOH benutzt. M1 ist also zur genauen Bestimmung der Konzentration bzw. Stoffmenge eingewogene Menge an 8 molare HCl. M2 der Salzsäure ist bei der Messreihe hinzugegebene Menge HCl. Beispielhaft erhalten wir hier 0,4462 mol für die Stoffmenge der HCl. Zur Berechnung von Delta T. Delta T wird analog zur Berechnung bei der Kalorimeterkonstante berechnet und ebenfalls in einem Temperaturzeitdiagramm veranschaulicht. Die blau dargestellte lineare Auftragung ist die Vorperiode, die rote Darstellung ist die Nachperiode. In der RGP-Auswertung erhalten wir die Temperaturen für die Vorperiode und die Nachperiode, woraus sich dann Delta T von 1,02 Kelvin ergibt und dadurch eine Verdünnungsenthalpie von minus 9,133 kJ pro Mol berechnet, wie hier gezeigt. Zur Berechnung der Neutralisationsenthalpie der NaOH ist die Gesamtenthalpie der NaOH minus die Verdünnungsenthalpie. Die Verdünnungsenthalpie wurde bereits berechnet und die Gesamtenthalpie wird wie folgt berechnet. Die Gesamtenthalpie ist gleich die negative Kalorimeterkonstante mal Delta T durch die Stoffmenge der HCl. Sie wurde bereits berechnet. Die Stoffmenge der HCl wird berechnet, indem man in die Formel aus dem vorherigen Abschnitt für M2 den entsprechenden Wert einsetzt. Delta T wird wieder aus einem Temperaturzeitdiagramm berechnet. Hier sehen wir wieder blau dargestellt die Vorperiode und rot dargestellt die Nachperiode. Die RGP-Auswertung ergibt wieder zwei Werte für die Temperatur der Vorperiode und der Nachperiode. Und wir erhalten 7,54 Kelvin für Delta T und berechnen dadurch die Gesamtenthalpie der NaOH mit minus 69,9 kJ pro Mol. Daraus ergibt sich dann die Differenz und die beträgt minus 60,7 kJ pro Mol. Zur Berechnung der Neutralisationsenthalpie von NH3. Diese wird wie in drittens berechnet. Die Gesamtenthalpie der NH3 ist minus die Verdünnungsenthalpie. Die Gesamtenthalpie von NH3 berechnet sich wieder mit der Formel negative Kalorimeterkonstante mal Delta T durch die Stoffmenge HCl. C wurde wie vorher schon berechnet. Die Stoffmenge der HCl wird berechnet, indem man in die Formel aus dem vorherigen Abschnitt für M2 von HCl den entsprechenden Wert einsetzt. Delta T wird wieder aus einem Temperaturzeitdiagramm berechnet. Blau dargestellt wird die Vorperiode, rot dargestellt die Nachperiode. Aus der RGP-Auswertung erhalten wir für Delta T einen Wert von 7,28 Kelvin. Damit ergibt sich für die Gesamtenthalpie von NH3 ein Wert von minus 66,6 kJ pro Mol.
Daraus ergibt sich für die Neutralisationsenthalpie von NH3 ein Wert von minus 57,4 kJ pro mol.